Blub, blub, Leute. Ja, letztes Mal, also willkommen zurück zu RimWorld erstmal. Aber letztes Mal gab es einen unglaublich riesigen Angriff. Wow. Das war echt nicht mehr schön. Und leider hat Miss Carsonell dabei ihr rechtes Bein verloren. Es tut mir echt leid. Aber wir können jetzt was machen, was wir noch überhaupt nicht gemacht haben. Wir können nämlich eine Operation hinzufügen und ein Holzbein implantieren. Jetzt darf ich nur nicht sagen, das linke Bein, weil dann wird Miss Glasali hingehen, ihr das linke Bein abschneiden und ein Holzbein dran machen. Das wäre nicht so gut. Sie wird es nicht gut verwenden können. Es wird nicht super sein. Es wird mehr 50% nur noch effizient sein oder sowas von vorher, vom Laufen und so. Aber sie wird noch was machen können und besser als immer im Bett rumzuliegen. Von daher, wir können sie auch einschläfern. Nee, das lassen wir besser. Rechtes Bein, Holzbein. Rechtes Bein ist abgeschossen. Holzbein kommt dran. Das wird die Operation sein, die gecute ist. Hatten wir nicht jemanden gefangen genommen? Warte mal, wir hatten doch hier. Ah, wir sind dabei, einen gefangen zu nehmen. Okay. Dann können wir jetzt alle Sachen hier freigeben. Die Leute werden gegessen. Nein, die werden zu Fleisch verarbeitet, weil mit denen können wir leider nichts mehr machen. Es wäre schön, wenn man denen auch noch Organe rausnehmen könnte, aber sie sind halt tot. Da ist das nicht mehr so einfach. Und wir haben gerade so viel Energie. Ich lasse das Ding an. Ich lasse das Zeug einfach an. Okay, unsere Hunde haben nur ein paar Stöße abbekommen. Das sollte kein Problem sein. Die werden sofort wieder geheilt. Miss Klasadi hat auch ein bisschen was abbekommen, aber das hat auch nicht so schlimm. Du wartest auf deine Operation. Wir haben zum Glück noch drei Medizin. Der Paint hat auch nur ein paar Stöße und Quetschungen abbekommen. Sollte auch nicht so wild sein. Für den Fall sagen wir trotzdem, dass er behandelt werden muss. Aber er wird nicht mit mehr behandelt werden als mit unserer Medizin hier. Mehr gibt's nicht, denn die brauchen wir jetzt für Miss Carsonell und für den Typen. Obwohl eigentlich muss er zuerst behandelt werden. Nein, du kannst ihm ruhig. Wir wollen ihn haben. Er ist 94. Wow, okay. Also 94 Schwierigkeit. Wie alt bist du? 17. Wow, okay. Dich wollen wir auf jeden Fall haben, aber dafür können wir dich halt nur mit dem Zeug behandeln. Ist okay, ne? Ja, Miss Carsonell ist leider jetzt erstmal bettlägerig. Die können wir nichts machen. Aber wenn wir sie mit ordentlicher Medizin behandeln, dann kriegt sie hoffentlich das Holzbein und die Operation läuft gut. Sie kann dabei auch sterben. Ja, sie muss dadurch halt erstmal betäubt werden und sowas, ist klar. Kannst nicht einfach so ein Bein implantieren, so ein Holzbein. Aber das müssen wir bei ihm auch machen. Er ist 17 und Paint hat ihm das Bein abgeschlagen. Ja, Paint, hast du gut gemacht. Leider hätten wir sein Bein sonst gebrauchen können für Miss Carsonell, schätze ich. Ich weiß nicht, ob man das einfach machen kann. Bein abnehmen und dran pappen. Ich weiß, dass man das mit Lungen und Lebern und sowas machen kann. Naja. Wir werden ihm das Bein erst implantieren, wenn er zu uns übergelaufen ist. Du sollst bitte den Paint auch noch behandeln. Du könntest ihn auch noch füttern, aber. Denn der Pain muss sich um den Typen kümmern und muss ihn überzeugen. Okay, hier haben wir noch ein paar exzellente Sachen. Wir können noch ein neues Bett da reinsetzen. Wir haben hier noch ein bisschen Bier rumstehen, das ist auch voll gut. 25 Hopfen geben 14 Bier, das ist eine gute Ratio. Ja, wir haben hier noch Hopfen rumliegen, der das irgendwie frisch und ungekühlt ist. Super. Wie wär's, wenn Bruger nicht schlafen würde? Du baust Marmor ab. Wie wär's, wenn du erstmal den Hopfen reinträgst? Ich weiß, das hier muss fertig werden. Wir wollen Miss Glasali ein schönes Bett geben, aber es geht noch. Da er 97 hat, wird es echt schwer, ihn zu übernehmen. Er ist einfach ein echt guter Charakter, vor allem auch, weil er so jung ist und deswegen braucht er so viel. Wir werden es trotzdem versuchen, Leute. Es ist mir völlig egal. Ich will es versuchen. Denn ich denke, das könnte echt wichtig sein. Du musst dich einfach nur ein bisschen heilen. Du könntest dich auch jetzt einfach ins Bett legen. Und wir haben endlich diesen blöden Tooltip mit Operationen weg, weil wir Miss Carsonell eben noch was einpflanzen müssen. Das rechte Bein ist abgeschossen, ey, oh Mann. Ja, wie wäre es, wenn Miss Glasadi das gleich machen würde? Aber sie ist ein bisschen schlecht drauf. Erstmal sollte sie sich wieder ordentlich erholt haben. Die niedrigen Erwartungen lassen langsam nach. Das ist ein bisschen schade. Sah jemand sterben, ist verwundet. Oh Mann. Das ist leider depressiv. Die Depression ist nicht so gut bei ihr. Okay, füttert sie mit leckerer Mahlzeit. Sie oder ihn? Okay.
Exzellenzbett, normales Bett, normales Bett. Also die normalen sollten wir wegmachen. Wir werden jetzt einfach bessere Betten dahinstellen. Die Exzellenten wären eigentlich ganz gut. Dafür haben wir zwei liegen. Okay. Das lief nochmal ganz gut. Wir hatten echt Glück, dass wir Miss Carsonell, also dass das so eine einfache Operation jetzt ist. Mal gucken. Der haut ziemlich viel raus. Das läuft direkt durch die Batterien hier. Nicht durch diese Batterie, komischerweise. Weil die nicht verbunden ist. Und wir haben hier einen Schalter, dass wir das auch abstellen können. Dann können wir auch die Zufuhr hier lassen, wenn es sein muss. Ja, ihr seht, hier wird es warm drin. Hier draußen ist es 0 Grad, innen drin ist es 30 Grad. Das liegt an diesem Dampf, der da rauskommt. Der heizt den Raum auf. Und hätten wir jetzt die andere Mod, könnten wir, seht ihr, schon wieder, könnten wir damit andere Sachen beheizen, wie zum Beispiel unseren wie zum Beispiel hier unsere Felder. Und würden damit eine Menge Energie sparen, aber wir brauchen es zum Glück noch nicht. Du trägst Holz irgendwo hin? Nein. Denn du wirst erstmal eingeschränkt werden. Okay, alle müssen eigentlich. Alle müssen da eingeschränkt werden. Außer du, Poga. Du wirst auf Heimat eingeschränkt. Und wirst dir jetzt erstmal diese Sachen hier wegtragen. Und zwar einfach nur so weit, wie es nötig ist. Du trägst den weg. Denn die Sachen kann man immer noch wegtragen. Trägst das Essen weg. Das kann unser Hund machen. Dann trägst du den Bogen weg. Dann kannst du auch wegtragen. Denn wir wollen ja die Fallen jetzt wieder setzen. Da seht man, das dürfte er nämlich eigentlich nicht machen. Ah, trägt den auch weg. Das Parthing hätte ihm den Kopf kosten können. Okay, und der Knüppel muss weg. So, jetzt kannst du die Fallen wieder setzen. Ich hätte aber gerne wieder, dass die Einschränkungen gelten für dich. Denn die Fallen sind so awesome, Leute. Das hat einfach mal zwei, drei Leute direkt den Kopf gekostet, die uns dann vielleicht sonst overwhelmed hätten. Und ich werde jetzt sofort das anstellen, dass wir hier noch mehr davon bauen. Auf jeden Fall. Einfach nochmal so einen langen Gang mit nochmal solchen Fallen. So. Einfach nochmal so viele Fallen hinbauen. Und nochmal genauso das Pathing machen und dann läuft das. Ich hätte am liebsten Autodoors hier drin, ne? Aber das ist nicht so wichtig. Du wirst leider alles, was du diesen Tag machst, ist nur Fallen basteln. Fallen wieder richtig stellen. Aber naja, so ist das halt. Und dann noch eine Falle und dann bist du fertig für den Tag. Dann kannst du machen, was du willst. Ist mir relativ wurscht. Obwohl. Irgendjemand schlechte Laune. Nara, dem hat schlechte Laune. Warum auch immer. Ja, okay, weil du wahrscheinlich im Dunkeln bist und sowas, gestörten Schlaf hast. Ah, dann kriegst du vielleicht das nächste Mal hier das. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo. Haben wir noch ein legendäres? Ja, das ist nur normal. Das ist exzellent. Deinstallieren, überlegen, machen wir wieder kaputt. Da ist noch ein legendäres. Ist normal, wirklich. Und überlegen. Das legendäre wird deinstalliert. Obwohl ich am liebsten. Ja, Bruger hat schlechte Laune, das dachte ich mir jetzt schon, dass das kommt. Du könntest aber eigentlich gerade noch schnell das Geschütz reparieren. Am besten alle Geschütze. So. Was noch nicht personell? Die besucht Gräber. Trag lieber mal den Kram weg, Mensch. Wir müssen ganz schnell den ganzen Kram hier reintragen. Ist wichtig für uns. Und wir brauchen Bier. Sehr gut. Ja, aber es läuft doch gut. Ah, wisst ihr was? Das werde ich jetzt hier raus machen. Befehle, Zone, Gebiet, Lagerzone. Und das hier können einfach alle Waffen drin stehen. Die müssen nur überdacht sein. Das ist wichtig für Waffen. Alles löschen. Machen wir den Kram mal wieder weg. Waffen.
Alle Waffen da rein. Priorität bevorzugt. Gut. Du säuberst Dreck, okay? Wie wäre es aber, wenn du erstmal Waffen reinträgst? Diese Priorität hier ist Lagerzone 3 auch bevorzugt. Das ist gut, dann werdet ihr nämlich, wo es näher ist, das hinbringen. Ach, da säuberst du auch Dreck. So. Ich hoffe, Miss Glasali holt sich bald die Leute. Oder wir können sie auch einfach zwingen dazu, dass er das bald mal macht, aber ihr geht's nicht gut. Okay. Das wird immer noch nicht besser werden, dass es ihr gut geht oder so, aber naja. Verzehrst eine einfache Mahlzeit. Du installierst ein legendäres Holzbett. Du könntest aber auch erstmal den Typen hier wegtragen, weil die vergehen nämlich relativ schnell. Wir wollen niemanden, der hier verrottet haben. Du stellst ein Duster her, du kannst aber auch eigentlich den reintragen. Nara, dem schläft. Du spielst Hufeisen werfen, du kannst dir aber auch noch jemanden wegtragen. Ich finde sie ein bisschen pieksig, ganz ehrlich, die Leute. Du baust eine Battery, du trägst aber lieber mal den weg. Du schlachtest wieder mal ein paar Leute. Ups. Stellst noch ein Duster her. Du siehst Erdbeerpflanzen, du kannst aber auch noch einen wegtragen. Das sind so viele Leute. Oh mein Gott, wir werden so viel Menschenfleisch haben. Schade, dass wir keine Kannibalen sind, weil dann wären wir echt safe für die nächsten 20 Jahre. Sehr gut. Der Parker und sowas, die werden alle mitgebracht. Super. Dafür geht's ihr echt nicht gut, ne, der arme Melli. Oh Mann, Melli, nein. Stell jetzt eine Sculpture her, das kannst du auch später machen. Erstmal müssen die Typen weg. Die müssen alle weg. Miss Klasali schläft. Sie hat sich was Neues angezogen, interessant. Puga schläft. Nara, dem verzehrt eine Mahlzeit. Du kannst erstmal den Typen wegtragen. Und da kann man immer noch essen. Dann müssen nur noch die Waffen weg. Warum auch immer Bruger jetzt hier drin schläft. Zwischen den Toten. Bist vielleicht ein bisschen makaber, mein Freund. Aber ist okay. wie wär's, wenn du jetzt erstmal die Waffen wegträgst, damit die nicht mehr im Regen liegen müssen? Wir können das ja auch überdachen, eigentlich. Aber, naja. Müssten wir eigentlich nur hier eine Wand hinziehen und hier eine Wand hinziehen, das wäre automatisch überdacht. Wäre eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Ah, gut, du bastelst noch mal ein bisschen. Machst uns noch ein bisschen mehr Stahl. Super. Ich meine, wir haben jetzt genug Energie eigentlich. Absolut genug Energie. Das ist alles kein Problem. Theoretisch könnten wir das hier wahrscheinlich jetzt sogar ausmachen und würden trotzdem noch Energie gewinnen, so ein bisschen. Oder zumindest nicht sehr schnell verlieren. Das heißt, wir haben ein bisschen Puffer, dass die, wenn die mal voll sind, dass wir das ausmachen können. Also, ne? Einfach unplugged und dann läuft das trotzdem noch gut weiter. Ach nee, wirklich. Sie hat schlechte Laune, weil sie Menschen schlachtet. Aber es ist so gut, dass es kein multiplikativer oder kumulativer ist. Das Einzige, was ist, die Zeit wird zurückgesetzt, wenn sie jemanden schlachtet. Es ist so gut. Es ist einfach nur so gut. Okay, ach ja, apropos, Miss Carsonelle geht's wieder gut übrigens, weil wir haben ihr ein Holzbein angesetzt. 60, oh, sogar bessere Effizienz, als ich gedacht hätte. Das ist okay. Damit kann sie erstmal eine Weile überstehen. Mit dem Holzbein. Ich meine, man sieht es nicht, deswegen sind die Sachen auch nicht. Wahrscheinlich vom Stil her nicht so gemacht, dass man sieht. Es tut mir sehr leid für dich, Miss Carsonell. Warum hast du ein Energieschild an? Du sollst kein Energieschild anhaben. Das ist wahrscheinlich, weil sie keine Waffe trägt. Lass den Schild fallen. Wurde übrigens der andere sein Schild fallen lassen? Da. Okay. Du sollst kein Energieschild tragen, sondern du sollst. Wo ist deine Schrotflinte hin? Da ist deine Schrotflinte hin. Die sollst du dir schon wiederholen. Bitte ausrüsten. Nein, du sollst sie nicht tragen, du sollst sie ausrüsten. Du kannst dafür den tragen. Da ich dich jetzt eh leider gestört habe, aber ist okay. Ja, wir machen hier einfach noch ein Beacon hin und dann ist gut. Ein Funkfeuer braucht er sonst nichts. Okay, hier können wir schon wieder die Fallen platzieren. Hier müssen wir es ein bisschen anders machen. Und Sicherheit. Hier müssen wir Sandsäcke platzieren, damit die hier nicht stehen bleiben können.
und sich eventuell hier verschanzen, wenn irgendwie mal der Fall eintritt. Ja, das machen wir so. Dann machen wir hier wieder eine hin. Das dürfte gehen. Das dürfte wieder genauso möglich sein wie sonst auch. Okay. Ja, da würde ich sagen, können wir die Falle auch einfach abreißen. Und können dann einfach sagen, okay, ihr habt einen langen Laufweg. Viel Spaß dabei. Und können die Zone bearbeiten. Nein, reduziere Gebiet. Fallen sicher. Und zwar... Du darfst nicht mehr hier hingehen. Nicht mehr hier hingehen. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Dann darfst du eigentlich auch nicht hier hingehen, aber das... Ja. Ja, das können wir noch nicht machen. So, wir müssen das hierüber erweitern. Denn hier dürft ihr schon hingehen. Ja, super. Sollte eigentlich passen, hoffe ich. Ich hoffe nur, dass sie nicht durchlaufen müssen hier in die Richtung, weil das wäre schlecht. Okay. Ja, brauchen wir so weisen werfen, ist okay. Kannst du machen. Die Felder brauchen ganz schön viel Maintenance momentan. Das ist auch interessant. Bald können wir die Teufelsgarnpilze endlich Devil's Strand Sachen machen. Endlich auch umhauen. Neue Holzskulptur wird fertig. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das anzugucken, was das wieder heißt. Komm, hau raus, Paint. Also, Kunst. Diese Arbeit trägt eine Darstellung von Raj Valjurai am 7. April 5501 bei ihrem wilden Ritt durch die Atmosphäre. Okay, sie hat ihre Augen geschlossen, sieht ängstlich aus. Die sehr statische Struktur des Bildnisses scheint beinahe dem neoklassizistischen Stil zu widersprechen. Ein Pony rechts von der Hauptdarstellung scheint Schmerzen darzustellen. Geil. I like. Und ist die... Die ist normal. Die wird auf jeden Fall verkauft. Obwohl, die hat 40, ne? Ja, 40 aussehen. Für den Paint wahrscheinlich ganz gut. Da könnten wir die deinstallieren und die andere hinsetzen. Damit er sich ein bisschen mehr freut über sein Zeug hier. Guck mal, Miss Glasar, die hat gar nichts. Die hat immer einen Hund. Oh, die Arme. Okay, das können wir hier auch jetzt wieder verbessern. Böden glätten. Zap. Beim geglätteten Boden können wir eigentlich auch schon eine Dings hinstellen. Wir haben eine Sonnenfinsternis. Ha, aber... Oh, scheiße. Ups, sorry. Ich bin rausgeklickt. Aber die interessiert uns nicht. Ha, denn wir haben ein Geothermal. Und die Windenergie dazu wird das halt alles noch oben halten. Das ist super. Gut. Boden glätten müssen wir hier auch machen. Wir können hier aber direkt eine Betonplatte noch reinlegen. Being smooth. Okay. Ja, ist egal. Guck mal. Machen wir einfach... Nee, lassen wir ein bisschen glätten. Glätten ist schöner. Glätten ist besser für die Stimmung. Okay, sie hat eine schlechte Laune. Schade. Können wir aber gerade nichts dran ändern. Ich will aber hier unbedingt jetzt eine Lampe drin haben. Da. Oh gut, die kann direkt hiervon laufen. Das ist super. Dann haben wir gar kein Problem bei. Wir können hier noch eine Lampe hinstellen. Wir können... Wir sollten auch mal hier rein eine Lampe stellen, würde ich sagen. Einfach mal hier eine Lampe hin. Hier noch eine Lampe hin. Und, keine Ahnung, hier noch eine Lampe hin. Einfach damit man hier auch mal was sehen kann. Sie befällt sich dauernd im Dunkeln auf. Das ist nicht so gut für sie. Die Arme. Ja, und ich würde sagen, machen wir hier eine Lampe hin und dort eine Lampe hin. Und die Lampe reißen wir einfach ab. Oh Gott, das Zeug stapelt sich schon alles draußen. Oh Mann. Das ist nicht gut, das muss nämlich noch weggetragen werden. Hund, mach mal. Trag das doch bitte mal weg. Du spielst Hufeisen werfen. Ah, du hast ein großes Vergnügungsbedürfnis, das ist okay. Also, er hat Leichen gesehen. Wo hat sie Leichen gesehen? Außer die sie selber weggetragen hat. Ich meine, die sind okay, die kann ich ja verstehen. Wartet mal, wir können jetzt auch noch sagen, Sicherheit. Zapp! Und dann haben wir hier eine durchgehende Zone, dann können sie sich auch nicht mehr verschanzen, können hier nicht mehr mittendrin stehen bleiben, wir können einfach nur draufballern. Dann kommen sie hier in den Killing Floor und werden hoffentlich niedergemetzelt. Eigentlich können wir hier die Sandsäcke auch noch zumachen, damit sie nicht so schnell zu uns kommen können. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ich hoffe es, ich habe keine Ahnung. Weil sie dadurch halt auch verlangsamt werden. Also jetzt kriegen sie davon noch Deckung, ne? Ich lasse sie erstmal weg. Das muss so gehen. Ja, das muss so gehen. Das hier kann auch weg.
Sehr gut. Hier haben wir viel mehr Fallen bald. Ja, unsere Projekte stehen soweit. Also wir haben gerade nicht so viel ausstehend, außer dass wir die Zimmer fertig machen müssen. Da könnten wir dem guten Nara dem auch noch ein bisschen Übung geben und einfach, dass er die zwei Zimmer auch schon mal fertig macht. Ja, hier hat er auch nicht alles weggemacht, ehrlich gesagt. Hier hätte er nämlich noch das hier wegmachen müssen. Ja. Und das. Könnten wir das hier noch. Ich will das hier weghaben eigentlich. Wie wär's, wenn wir. Hey, warum eigentlich? Das ist okay. Das kann man so lassen. Das ist nicht so wichtig. Ich weiß noch nicht, was wir aus dem Raum hier machen wollen. Okay. Die beiden können davon laufen. Das ist gut. Hier müssen wir halt noch was verlegen, dass das funktioniert. Wir brauchen sicher noch ein paar Räume. Vor allem sind wir mit der Mechanoidenforschung schon fertig. Furchtbare Laune, Miss Klasali. Oh. Ja, wir sind mit der Mechanoidenforschung fertig. Warum sitzt der Painter-Sachs hier rum? Okay. Wir sollten also wieder ein paar Betten bauen. So und so. Und diese Betten, exzellent, exzellent, exzellent und legendär. Das legendäre Bett, dein überlegenes, da ist schon legendäres, hier ist ein gutes. Nehmen wir das Gute mal weg und setzen dann dort das legendäre Bett rein. Überlegen wollte ich auch immer zerstören, ne? Aber vielleicht ist auch ganz gut, wenn wir die behalten. Aber cool, dass wir jetzt so geile Betten machen können. Ach, warte mal, ein überlegenes Bett. Also das exzellente Bett können wir dort mal installieren. Und das exzellente Bett können wir auch dort installieren. Aber für drei Gefangene genug. Und das Bett, ja, das können wir dann wirklich zerstören. Und das legendäre Bett hier, das kommt einfach hier rein. Zap. Yay. Da wird sich Miss Glasali freuen, wenn sie das nächste Mal schlafen muss, was hoffentlich nicht so bald ist. Die Mahlzeit kannst du noch kochen, aber. Ja, genau, du trägst die Sachen. Super. Du sollst sie nicht raustragen, sollst sie wegtragen. Du Troller, du. Unglaublich. Wie sollen die mal hier draußen rumliegen? Kannst später schlachten. Das macht dich eh nur unglücklich, was ich verstehen kann. Weil du schon wieder irgendwelche Menschen abschlachten musst. Du jagst ein Reh. Ja, nee, Rehe können wir gebrauchen. Das hat ja schlechte Laune, ja. Das kann ich echt gut verstehen, also. Bruga, du kannst die Sachen mal tragen. Axel, du kannst die Sachen auch tragen. Warte mal, Axel, wir müssen dich noch benennen. Das habe ich wieder voll verpeilt, ne? Axel, wie können wir dich denn benennen? Du bist ein männlicher Kolonist, 42 Jahre alt. Habe ich noch YouTuber, wo das passt? Oder was heißt, wo das passt? Aber habe ich noch YouTuber? Wenn du disst. Weißt du was? Ich nenne dich jetzt einfach mal Stijo. Ganz einfach. Auch ein YouTuber übrigens, Leute. Auch amerikanischer YouTuber. Macht auch Crusader Kings, beziehungsweise EU4 und sowas. Und noch ein paar andere Sachen, noch ein paar andere coole Sachen. Factorio, falls jemand das kennt. Ja. Schöne Sachen. Okay. Benötigte Lichtstärke 30%. Oh, deswegen keine Wachstumsrate. Ups. Das ist natürlich interessant. Wir können hier natürlich noch eine Lampe hinsetzen. Wir haben mehr als genug Strom. Okay. Je besser die gewachsen sind, desto besser? Verstehe ich nicht. Eine Besuchergruppe. Oh, ich hoffe, Miss Glasali wird noch ein bisschen besser dabei. Ja, sie hat aber einen. Hat sie einen Parker an? Einen Stoffparker, ja, einen neuen, okay. Cool. Wir müssen mal wieder was verkaufen, aber es ist kein Händler in Sicht. Wir können echt mal wieder einen Händler gebrauchen, Mensch. Und sie schläft einfach auf dem Boden. Oh. Weil ne noch niemand das Bett installiert hat. Das Bett. Kruger. Du schläfst. Okay, du darfst erst ausschlafen, das ist absolut okay. Wo schläfst du denn? Ich schlafe alle auf dem Boden, ne? Oh, ihr seid so Helden. Ja, dann schlaf doch wann anders, bitte. Ich muss erst neue Betten bauen. Ich habe die alle zerstört, ich Vollidiot. Es gibt keine Kolonistenbetten mehr gerade.
Okay, Bruger. Nein, wir brauchen dich erstmal, dass du ein Bett baust hier. Und das hier ist jetzt Miss Klasalis Bett. Dafür wird sie einen schönen Bonus bekommen. Aber Leute, der Part ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play RimWorld. Bis dann, Leute. Tschüss.